Herzlich willkommen zurück zu Skysaga Alpha 7 mit Arezu. Ich bin Arezu und wir starten heute direkt in der Stadt des ersten Lichts, weil ich tatsächlich mal drauf geachtet habe, wie die Situation gerade aussieht und ein paar Treasure Embers zu Tao Ying bringen kann. Dann schauen wir mal, was drin ist. Eine Statue, okay. Und also ein Statuenrezept. Ein Fenster, das ist doch nicht schlecht. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich richtige Fenster haben werde. Und ein Hut. Leaf Splitter Hut. Also, Hut wäre eher eine Kapuze, kein Hut. Und Schuhe. Splinter, nicht Splitter. Achso, doch. Leaf Splitter, aber Splinter Fang Hoots. Okay. So, dann lernen wir das ganze Zeug mal. So, wie ihr seht, habe ich hier die Banner drin. Die habe ich bei, weil ich gerade noch die Truhe vor dem Tor jetzt auch noch ausgeräumt habe. Gut, das war schon mal was Neues, das ist schön. Und das wird auch was Schönes Neues. So, von den beiden Rezepten überzeugt mich jetzt nichts wirklich. Das hier aber noch ein bisschen mehr als das andere, also der Helm, weil den Helm habe ich im Prinzip schon. Die Stats stehen hier leider auch nicht wirklich drin. Na. Was machen wir dann noch? Wir lernen die VIP-Medaille. Wenn ich die nicht schon habe. Ne, hatte ich bisher noch nicht. So. Medaillenmaster. Hoppala. Wofür habe ich die denn bekommen? Da. Achso, weil man. Einfach weil man genug Medaillen gelernt hat. Cool. Wo ist denn jetzt die. Oh, das hier sieht interessant aus. Kankur. Das klingt nach einer PvP-Medaille. Aha. So, was mache ich jetzt noch? Ich gucke, ob ich die andere... Ich habe die ja aus irgendeinem Grund zweimal. Und werde sie nicht zweimal lernen können. Ja. Ob ich die eventuell auch beim Siedlerhändler verkaufen kann. Vielleicht gilt das als Rezept. Und wenn ich dann vielleicht das hier... Das hat zumindest vom Design her Ähnlichkeiten. So, schauen wir mal. Und das klappt schon mal nicht. Und das leider auch nicht. Okay, die beiden Dinge kann ich dann wirklich nur wegschmeißen oder versuchen, irgendjemandem zu geben. Allerdings glaube ich nicht, dass ich das wirklich geben kann. Dann gehen wir zurück zur Heimatinsel. Und danach ab ins erste Abenteuer für heute. Haben auch ein tägliches im Briefkasten. Das trifft sich dann gut. Vielleicht können wir ja sogar die neue Waldmeisterschaft schaffen. Die neue Quest. Oh, bevor ich es vergesse, die Belohnung für heute. Aha. Hoppala. Ein brauner Helm. Ganz toll. Ihr seht, ich habe schon wieder nicht so viel gespielt. Also zwischen der letzten... Obwohl, das seht ihr überhaupt nicht. Das sieht man, wenn man auf die Daten im Video guckt. Ich habe jetzt so wieder... fast eine Woche nicht gespielt. So, das kann alles weg. Und die hier werde ich mal aufbauen. Ich mache die hier an die... So. Und das andere kommt an die Seite. Wunderbar. Angeblich... Also wenn man hier... Moment mal kurz. Das falsch mitgenommen. Hier steht, kann mit einem Design der eigenen Wahl dekoriert werden. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Auf jeden Fall packe ich die Fackel jetzt wieder zurück. So. Oh, Siedler Rang 4. Was kriege ich denn dafür? Eine revolutionäre Spitzhacke der Reichweite. Das ist doch schön. Und sonst Zeugs. Tägliches Abenteuer, heroischer
Grüner Keystone, perfekt. So, dann gehen wir direkt mal. Hoppala, jetzt müssen wir es erstmal lernen und dann gucken wir nach, was es kann. Jetzt ist die Frage, ob man die. Ja, funktioniert nur auf eigenen Inseln oder im Build-Off-Modus. Ja, man kann damit schneller arbeiten und mit höherer Reichweite. Tja. Ich hätte schon gerne irgendwas, das ich dann auch wirklich mal benutzen kann. Für den Build-Off-Modus ist es jetzt wieder ein bisschen zu spät. Wo war dann hier? Oh, und da fällt mir gerade auf, ich sollte vielleicht auch das Schwert reparieren. Ich muss erstmal nachgucken, was ich genau dafür brauche. Um dieses Schwert zu reparieren, brauche ich grünes Leder und eine Steel Edge. Okay, und zum Herstellen? Forced Charms, Leder und Steel Edges. Zumindest scheint man tatsächlich die Forced Charms nicht mehr zu brauchen, um zu reparieren. Das ist schon mal sehr gut. Dann. Okay, das hier könnte ich auch mal reparieren dann. Okay. Dann kann ich auch mir mal ein größeres, also ein besseres Schwert damit herstellen. Habe ich denn irgendwo Steel Edges? Ich hätte die Rauchsteiß. Klingen direkt, aber die brauche ich ja nicht. Ich brauche gute. Okay, ich brauche plus 4 mal Erz und ein Tempering Dust dafür. Was nehmen wir? Hätte ich genug, würde ich das Mondeisen nehmen. Sonneneisen oder High Iron hätte ich jetzt die Chance. Ne, High Iron habe ich überhaupt nicht die Chance, weil ich brauche insgesamt 16. Dann nehmen wir Sonneneisen. Und hoffen einfach mal, dass es wirklich gut genug ist, um sich zu lohnen. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Hier muss doch irgendwo. Da. Tempering Dust sein. Und wir erstellen 4 davon. Oh, und jetzt kann man wieder die Zeiten sehen. Offenbar war es nur ein Bug, dass man es nicht sehen konnte. Sehr schön. Gab jetzt so wieder ein 800 Megabyte Patch. Die gibt's ab und zu. Gut, die haben nicht immer 800 Megabyte, aber in diesem Fall eben. Dann schauen wir noch, ob ich mir einen besseren Bogen herstellen kann. Aber das scheint tatsächlich ja leicht zu sein. Moment. Gut, Iron's Shortbow. 220 Schaden. Ja, die sind ziemlich gleich, was das angeht. Offenbar wurden die hier wirklich nur umbenannt. Dann schauen wir mal, was das Reparieren kostet. Oh, kann nicht repariert werden. Gut, dann sparen wir uns das. Dafür brauche ich auch 4 Steel Edges wieder. Das sind nochmal 16. Und eine Holzrute. Tja, mache ich dann später. Ich werde ja sicher noch ein bisschen irgendwo was bekommen. So, da haben wir das. Was brauchte ich doch gleich noch? Leder und Forest Charms. Schon wieder so spät, bevor wir überhaupt los können. Forest Charms hier. Ich brauche 4. So, das haben wir. Und Leder war in der Kiste. Nehmen wir braunes Leder? Ja. Obwohl, braunes Leder habe ich gar nicht, sondern nur braune Pelze, aber dann muss ich das eben herstellen, schnell. Das dürfte das leichteste zu, das leichteste sein, wenn es um die Besorgung geht. Hier bin ich falsch. Hier bin ich richtig. So. Los, beeil dich.
Gut, das haben wir. Dann müssen wir jetzt alles bereit haben, um zwei Schwerter herzustellen. Das, das und das. Und in 40 Sekunden ist es fertig. Dann kann ich das hier auch mal dismanteln. Und, okay, eine Steel Edge ist in Ordnung. Den Bogen dismantle ich jetzt mal noch nicht. Da warte ich, bis ich mir einen besseren herstellen kann. Oder bis er kaputt ist. Je nachdem, was zuerst passiert. So, das ist das. Und hier hatten wir noch irgendwo Metall. Da. Dann bin ich gleich bereit loszuziehen. Die neue Axt, also die neue Spitzhacke, probiere ich mal nicht direkt aus. So. Zack und zack. Und eigentlich kann ich auch das hier mal schnell dismanteln. Sehr schön. Das ist einmal eine weitere Klinge. Oh, ich könnte mir jetzt einen neuen Bogen herstellen direkt. Die Truhe ist voll, ganz toll. Dann kommt das hier. Das hier in eine Krimskramstruhe. Wunderbar. Perfekt. Und los geht's, endlich. Die FPS sind zumindest auf meiner Heimatinsel jetzt besser geworden. Ich hoffe, das ist auch auf einer Abenteuerinsel dann so. Und los geht's. Also, was brauche ich denn? Was ist denn meine Aufgabe in diesem Abenteuer für mich jetzt? Natürlich steht durchaus auf der Liste, die Skelette zu jagen. Aber das kann ja nicht alles sein. Hocheisen könnte ich wirklich gut gebrauchen. Hoffe ich ein bisschen, dass ich welches bekomme. Und ich brauche Keystones. Meine momentanen Keystones sind wirklich nur die, die ich abbauen kann. Also bei mir zu Hause abbauen kann. Ich habe keine in Truhen, soweit ich mich erinnere. Deswegen sollte ich vielleicht mal Höhlen durchsuchen. Hoppala. Upp. Ach ja, das mag vielleicht auffallen. Ich habe die Grafikeinstellung etwas reduziert. Das habe ich eben ja schon angedeutet, indem ich gesagt habe, die FPS sind besser. Aber das hat eben auch seinen Preis gehabt. Es sieht ein bisschen anders aus. Ich persönlich finde es jetzt nicht schlimm, aber ich wollte es erwähnt haben. Und hier sind die FPS leider auch nur bei ca. 20, bei einem Einbruch natürlich wesentlich geringer. Ich weiß echt nicht, was hier los ist. Das sollte viel, viel besser laufen, das Spiel. Kriege ich hier vielleicht was raus? Brauche Holz. Ich brauche keine Tür. Hallo, Loot. Oder Loot? Ah, ich hätte vielleicht mal nachgucken sollen, ob das jetzt eigentlich bessere Werte gab oder schlechtere. Na, bleib stehen, Assassine. Autsch. Los, komm her. Und nochmal. Aua. Und letzter Schlag. Verdammt. Oh, wäre nicht mal, wenn ich getroffen hätte, der letzte Schlag gewesen. Wie peinlich. Hallo. Ah. Die haben ein schickes Zuhause hier. Und die haben sogar Reichtümer. Was haben sie denn da? Oh, ein Rezept. Sehr schön. Für Möbelstücke.
die Erfahrung lehrt, dass auf dem Dach eventuell was ist. Da gehe ich gleich mal hingucken, aber auf der Karte wird hier noch eine Truhe angezeigt, die hier irgendwo sein müsste. Tja. Okay, gehe ich erstmal kurz auf dem Dach nachgucken. Okay, jetzt sind wir erstmal auf dem Dachboden. Hier ist noch nichts. Und hier oben auch nicht. Und in dem Kamin auch nicht. Hoppala. So, wo ist denn jetzt noch die letzte Truhe? Die muss hier doch irgendwo sein. Haben sie versteckt. Oh! Achso, nein, das ist nur das Erdgeschoss. Ich dachte, ich hätte einen Keller gefunden, den ich vorher vergessen hätte. Oder einfach übersehen, nicht vergessen. Vielleicht ist die Truhe draußen. Ah, cool, Fensterscheiben. Die kann ich für meine Fenster dann gebrauchen. Oh, es gibt tatsächlich einen verborgenen Keller. Also verborgen in Anführungszeichen. Man kommt von draußen rein. Und dort haben wir auch eine Truhe. Oh, wieder ein Forest Gear Recipe und Mondstein. Gürtel schneiden. Sehr schön. Kriegen wir da vielleicht Leder raus? Ja, tatsächlich. Die Droprate scheint. Also die Dropraten scheinen wirklich erhöht worden zu sein für das meiste. Ich meine, ich bekomme. Ist das tatsächlich. Oh, auch wieder Mondeisen. Sehr schön. Ich bekomme nicht nur recht viele Treasure Embers jetzt, sondern. Entschuldigung, da habe ich gerade den Faden verloren. Sondern auch wirklich die Handwerksmaterialien, die schon etwas fortgeschritteneren. Es geht da links, die müssen zwar nicht bekämpfen. Die tun nichts. Die wollen nur spielen. Hallo? Autsch. So. Und hier scheint es nicht zu geben. Dann machen wir die Lampen kaputt. Oh, Moment mal. Das ist. Ah, nee, das sind hier Holzteile. Voilà. Es gibt ja auch Metallende. Und da wäre das ganz gut gewesen in einem Mondsteinabenteuer. Oder Mondeisenabenteuer. So. Ist ja immer noch so hell. Ich dachte mir, ich kann damit mir die Häuser markieren, indem ich einfach dafür sorge, dass es nicht mehr leuchtet. Aber die ganzen Quellen von außerhalb sorgen dafür, dass man trotzdem alles sieht. Gut, nehme ich trotzdem hier das weiter weg. Das wird im Prinzip dann schon dunkel genug sein, dass ich nicht mehr drauf achte. Oh, da oben habe ich einfach eine Lampe vergessen. Oh, eine ganze Reihe von Lampen. Habe ich vergessen. So. Die noch weg. Die noch weg. Und nebenbei sammle ich Glas und auch Eisen. Das ist doch schön. So, ist es jetzt dunkel genug? Klasse, jetzt wird es natürlich gerade hell.
Wie viel brauche ich denn eigentlich? Ich bräuchte... Lasst mich kurz überlegen. Ich glaube, ich brauchte 16 für die 4 Edges. Nehmen wir also an, ich brauche wieder 4, weil ich mir nochmal 2 Schwerter machen möchte. Plus nochmal 4 für den Bogen. Ich gehe jetzt gerade davon aus, dass Mondeisen gut für Waffen ist. Deswegen, dann brauche ich 32. Wäre auch viel schneller gegangen, hätte ich es einfach gerechnet, statt zu sagen, was ich rechne. Wir sind noch weit von der 32 entfernt. Na, benimm dich. Oh, verdammt. Ausgewichen ist er. Definitiv. Und zack. Wieder auf Ausdauer warten und weiter geht's. So, das war der. Und der. Oh, hier gibt's irgendwo Bluteisen. Wo habe ich das jetzt rausbekommen? Ah, hier. Wahrscheinlich aus diesen. Ja, sehr schön. Bluteisen klingt einfach so bedrohlich, dass ich mal davon ausgehe, dass ich damit die besten Waffen hinkriege. Ohne dass es ein wirkliches Indiz dafür gibt. Schließlich ist dieses Eisen rot und ist höchstwahrscheinlich einfach danach benannt worden, nach der Farbe. Nicht nach der Kampfeffektivität. Was auch ein extrem merkwürdiges Verfahren wäre, Metall zu benennen. Hoppala. So, wie nah sind wir dran an den 34? Noch immer nicht nah genug. Und zack. Ah, sehr schön. Ein faules Ziel? Ja. Ich sehe gerade, wir sind bei 22 Minuten. Ich versuche mal wieder. Da gab es schon so viele Anläufe, die alle irgendwie gefailt haben. Hoppala. Ich versuche mal wieder einzurichten, dass es näher an den 20 als an den 30 Minuten ist, wenn ich aufhöre. Also generell, nicht nur diese Folge. Und deswegen beende ich die Folgen jetzt schon vor dem Abenteuer und mache dann eben mehrere Folgen in einem Abenteuer. So. Da habe ich mich hier meritieren lassen vom Angriff. Also vom Angriff, der nicht wirklich erfolgt ist, sondern nur von der Angriffsmelodie. Ja, jedenfalls unterbreche ich hier. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der dieses Abenteuer vervollständigt wird. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.